Natürlich, selbstverständlich brauchen Panzer in Deutschland auch Nummernschilder, weil das sind ja ganz normale Verkehrsteilnehmer, wie alle anderen auch. Doch, also es sind im Alltag sehr viele Panzer unterwegs, die wir einfach nicht wahrnehmen wegen der Tarnfarben. Du siehst die ja. Aber 60% aller erwischten Raser beim Blitzermarathon sind Panzer. Ich kenne jemanden bei der Bundeswehr, ein Bekannter von mir, das ist bei der Bundeswehr Feldwebel, und der hat neulich erzählt, dass du ab 5 Jahren Betriebszugehörigkeit von der Bundeswehr auch offiziell das Angebot kriegst, dass du den Panzer nicht nur dienstlich, sondern über die 1%-Regelung auch privat bist. Er hat gesagt, er hat das jetzt mal in Anspruch genommen und es wäre total praktisch, das heißt, total toll. Ne? Du fährst irgendwie in Urlaub und denkst, oh nein, Stau. Und dann fällt dir ein, ja, der ist gleich hinter dir und ein bisschen flacher. Ne? Überhaupt kein Problem. Er sagt halt nur, du musst halt gucken, wo du hinfährst. Du kannst nicht spontan einfach mal drauf losfahren und irgendwo hin mit der Familie übers Wochenende. Das geht halt nicht. Ne? Du musst dann schon gucken. Polen, nicht gern gesehen. Ne?